Als er noch stellvertretender Gesundheitsminister war, hat Pawlo Kowtonyuk versucht, das ukrainische Gesundheitssystem zu reformieren. Jetzt, 3 Jahre später, dokumentiert er dessen Zerstörung. Das war einmal das Herzzentrum von Tscherniw. Im März wurde es bei einem russischen Luftangriff völlig zerstört. Einer von mehr als 180 Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen, die Kowtonyuk und seine NGO dokumentiert haben. Wir sehen hier die systematische Zerstörung des Gesundheitswesens als Teil der zivilen Lebensgrundlage. Denn es geht nicht nur um das Gesundheitswesen, sondern alle Arten von zivilen Objekten werden systematisch angegriffen. Ein Dashcam-Video hat den Moment festgehalten, als 8 russische Bomben das Wohngebiet treffen. Ein Zeuge schickt uns ein weiteres Video. Es zeigt die Zerstörung nur Minuten nach dem Einschlag. Gut zu erkennen, der Krater direkt vor dem Herzzentrum. 47 Menschen starben bei dem Angriff, Dutzende wurden verletzt. Tscherniw stand in diesen Tagen unter ständigem Beschuss, berichtet uns eine Bewohnerin. Bagger mussten die Gräber ausheben. Es gab so viele Opfer, dass sie in Leichensäcken begraben mussten. Nach übereinstimmenden Angaben von Zeugen gab es keinerlei militärische Einrichtungen oder Stellungen in der Nähe des Hospitals. Deshalb sei der Angriff in seinen Augen ein Kriegsverbrechen, sagt Kowtonyuk, für das Russland zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Krankenhäuser sind Orte, die das Militär aktiv verschonen müsste. Es geht nicht einfach zu bombardieren und dann zu sagen, oh sorry, das war ein Krankenhaus. Nein, sie müssen sicherstellen, dass kein Krankenhaus dort ist. Und wenn eins da ist, müssen sie alles tun, um es nicht zu treffen. Das ist ihre Pflicht nach der Genfer Konvention. Damit es aber irgendwann wirklich zu einer Anklage kommen kann, versuchen sie jetzt, möglichst viele Beweise zu sichern. Vor Ort sprechen Kowtonyuk und seine Kollegen mit Zeugen, suchen nach Einschlagspuren und Munitionsresten. Und sie dokumentieren akribisch die Schäden. Dabei arbeiten sie nach internationalen Standards, erklärt Kowtonyuk, damit Gerichte weltweit ihre Beweise verwenden können. Wir haben keinen juristischen Hintergrund, keiner von uns. Wir sind Gesundheitsexperten, aber wir haben in Trainings einiges über diese Verfahrens- und Vorgehensweisen gelernt. Wir tun, was wir können und hoffen, dass zumindest ein Teil unserer Beweise zugelassen wird und hilft, die Täter zu verurteilen. Auch den Fall des Kinderkrankenhauses von Tscherniw hat seine NGO dokumentiert. Wir treffen Dr. Mikola Ljutkevich. Bevor wir ihm Fragen stellen können, beginnt er sofort zu erzählen. Davon, wie sie die vielen Verletzten vom Anschlag auf das Wohngebiet behandelt haben. Und wie ihr Krankenhaus dann 2 Wochen später selbst von einer Bombe getroffen wurde. Wir sind ausgebildete Unfallchirurgen, aber diese Art von blutenden Wunden haben wir noch nie erlebt. Alle haben geschrien, Erwachsene und Kinder. Wir haben 5 von ihnen auf den Boden gelegt, aber es kam immer mehr. Es herrschte Chaos. Wegen des Dauerbeschusses mussten sie sich immer wieder in den Keller flüchten, manchmal operierten sie sogar dort. Sie taten alles, um ihre jungen Patienten zu schützen, bis das Krankenhaus selbst getroffen wurde. Die russische Rakete, bestückt mit international geächteter Streumunition. Die Einschläge gehen vom 1. bis zum 5. Stock. Glücklicherweise gab es vor dem Streubombenangriff einen Fliegeralarm. So waren die Kinder im Keller. Sonst hätten wir hier 237 Tote zu beklagen gehabt. Er zeigt uns die Schrapnellteile, die er vor Ort gesammelt hat. Stundenlang hätten sie operieren müssen, erzählt er, um Dutzende solcher Schrapnellteile aus den Körpern der Kinder zu holen. Wenn man das hört, braucht man nicht zu erklären, warum wir Gerechtigkeit brauchen. Denn jemand muss für das bezahlen, was Menschen wie Mikola oder seinen Patienten angetan wurde. Als wir Tscherniw wieder verlassen, kommen wir an einem weiteren, völlig zerstörten Krankenhaus vorbei. Kowtonyuk weiß, es kann Jahre dauern, bis es vor internationalen Gerichten zu einer Anklage kommen könnte. Doch bis dahin will er alles tun, damit die Beweise gesichert sind.